Sir, ja, wir haben den Hinweis bekommen, dass ein Mordanschlag auf eine hohe Persönlichkeit unseres Landes vorbereitet wird. Ach. Im politischen, militärischen oder geheimdienstlichen Bereich. Von welcher Seite? Das wissen wir noch nicht. Wir wissen nur, dass ein gewisser Wolf damit beauftragt ist. Ein Deckname natürlich. Dieser Wolf ist bisher erst zweimal aufgetaucht. Ja. Das erste Mal in Lateinamerika, das zweite Mal in England. Hm. Beim amerikanischen Geheimdienst jedenfalls ist man fest überzeugt, dass der Mord an ihrem verantwortlichen Mann in Mexiko auf Wolfs Konto geht. Ja. Das war 1984. Und die Engländer lasten ihm die Erschießung eines hohen Beamten im britischen Innenministerium an. Aha. Ein Spezialist für besondere Aufgaben, ja, offenbar. Ja, Sir, das ist es, was mir die Sache so brenzlig erscheinen lässt. Woher haben Sie die Information? Von unserer Abwehr? Nein, Sir. Aus London. Von Carter, meinem Stellvertreter. Sie werden sich erinnern, dass wir ihn zu einem Hightech-Observierungskurs nach England geschickt haben. Natürlich. Carter war zugegen, als dort ein MI5-Beamter einen seiner Kontaktleute, einen gewissen Max, verhört hat. Aha. Dieser Max hat offenbar weitreichende Verbindungen zu Figuren aus der Waffenhändler- und Terroristenszene. Bei diesem Verhör war von Wolf die Rede und von Australien. Dem MI5-Mann ging es aber im Augenblick um irgendeine andere dringend benötigte Information. Als sie später dann wegen Wolf nochmal Kontakt aufnehmen wollten mit Max, war dieser verschwunden. Ah, er wird gesucht? Ja, bisher vergeblich. Vielleicht sollten wir versuchen, Unterstützung von unseren in England stationierten Leuten zu bekommen. Ah, davon würde ich abraten, Sir. Warum? Ja, Max hat erwähnt, dass Wolf bei seiner Aktion hier in Australien von einem gewissen Doyle unterstützt wird und dass Doyle einer von uns ist. Obwohl wir natürlich nicht wissen, wer sich hinter diesem Namen verbirgt. Na, das hat gerade noch gefehlt. Es kann jetzt natürlich passieren, dass Doyle diesen Wolf von seinem Plan abbringt, wenn er erst mal weiß, dass wir von der Sache wissen. Ja, das ist keine schlechte Lösung. Nur nicht die richtige. Wir müssen diesen Doyle finden und Wolf zur Strecke bringen. Ja, Sir. Und das heißt, dass die Geschichte strikt unter uns dreien bleiben muss. Ihnen, mir und Carter. Und dass wir alle von nun an eng zusammenarbeiten in dieser Sache. Wobei Sie Verbindung zu Carter halten. Ja, Sir. Nur lassen sich eben gewisse Maßnahmen auf die Dauer nicht gut vor Mitarbeitern geheim halten. Denken Sie sich etwas aus. Das Ziel muss sein, Wolf und Doyle unschädlich zu machen. Ja, Sir. Carter muss vor allem versuchen, Max zu finden. Er soll alles andere zurückstellen. In Ordnung, Sir. Es ist natürlich möglich, dass Wolf sich schon in Australien befindet. Oder auf dem Weg hierher. Ich muss mich erst mal ein wenig vorbereiten auf all Ihre Fragen. Warum bist du denn immer noch nicht verheiratet? Warum kehrst du nicht endlich nach Australien zurück? Arbeitest du immer noch in diesem Modesalon in London? Oh, ich muss immer alles verteidigen, was ich mache. Wo wohnen die denn? In Sturt Hill. 200 Kilometer von Sydney entfernt. Eine Straße mit Häusern links und rechts, weißt du, mitten im Buschland. Das klingt nicht sehr aufregend. Es ist noch weniger. Oh, schau mal, Toni. Da ist schon Sydney. Die Hafenbrücke. Morgen, Sir. Na, gibt's was Neues? Ja, Sir. Ich habe mit Carter in London telefoniert. Ja? Sie haben diesen Max noch immer nicht aufgestöbert. Und wie erklärt sich MI5 sein plötzliches Verschwinden? Wohl am ehesten mit Angst. Vor Wolf? Möglicherweise. Na, und wie steht's mit Doyle? Ja, ich habe unsere Personallisten und die der Abwehr gecheckt. Fehlanzeige. Doyle ist also auch nur ein Deckname. Ich meinerseits habe den Zollbehörden mitgeteilt, dass dieser Tage mit einem größeren Heroinschmuggel, vermutlich per Flugzeug, zu rechnen ist.
Ich möchte, dass Sie die Gepäckkontrollen verschärfen. Und womöglich das Schießeisen eines Killers zutage fördern. Sir, Verzeihung, aber ich bezweifle, dass ein Profi wie Wolf diesen Weg wählt. Wie will er in Heathrow eine Waffe durch die Kontrollen bringen? Wir wissen ja, dass die dort in London sehr gründlich sind. Nun, schließlich werden wir hier in Sydney nicht nur von London angeflogen. Ja, Sir. Außerdem habe ich veranlasst, dass man die Passkontrolle während der nächsten Tage verschärft. Man wird die Daten jedes männlichen Einreisenden zwischen 18 und 55 Jahren in einem Computer speichern. Damit steht uns im Zweifelsfall in Sekundenschnelle eine Auskunft zur Verfügung. 2 Stunden für Pass- und Zollkontrolle. Die wollen denn hier wohl nicht? Sie hatten schon immer sehr strenge Sitten. Ich dachte schon, im Kern missfällt mein Passbild. Als er schließlich seinen Stempel reingedroschen hat, schien es mir selbst zu gelten. Ach, das sind doch alle so grimmige Typen. Also dann besorge ich uns jetzt erstmal ein Taxi. Ach ja, bitte, Toni. Ich sehne mich dringend nach einer Dusche. Und sonst da nichts? Nein. Doch. Aber zunächst mal nach einer Dusche. Ja, duschen wir eben zusammen. Taxi! Taxi! Für mich bitte das Steak und den gemischten Salat. G? Ja, danke. Ja, für mich das Gleiche, bitte. Ach ja, einen halben Liter von dem 73er Roten, ja? Das ist Nummer 32, glaube ich. Danke. Ist doch ein besserer Ort als das Büro, um Neuigkeiten zu diskutieren, so ein Restaurant. Aber gibt's welche? Ja, bedauere es. Auf Katos Seite sind sie nicht weitergekommen. Schade. Aber von Wolf haben wir inzwischen ein etwas klareres Bild. Ja, und? Es ist offenbar so, dass ihn Politik überhaupt nicht interessiert, nur Geld. Und zur Unterwelt hält er Distanz. Verachtet die Kollegen Bankräuber, Erpresser und Konsorten? Ja, vermutlich. Vor allem verdient er sich immer nur einem Mann oder einer Organisation aus einem ganz anderen Milieu. Ah ja. Wobei die Auftraggeber sich wahrscheinlich eines Mittelsmannes bedienen. Das dürfte in unserem Fall Doyle sein. Er ist wohl derjenige, der Wolf nicht nur mit den notwendigen Informationen über sein Ziel ausstattet, sondern ihn auch angeheuert und bezahlt hat. Und sein Modus operandi? Ja, dieser Wolf scheint einer zu sein, der mit äußerster Sorgfalt ans Werk geht. Der die Ausführung, nicht zuletzt auch den Fluchtweg, haargenau austüftelt und sich sehr raffiniert tarnt. Aha. Und seine Waffen? Dem britischen Beamten hat er auf 350 Meter Entfernung mit einem 7,62er Gewehr der NATO getötet. Und den Amerikaner? Na, nachts, ganz aus der Nähe. Mit einem 38er Smith & Wesson. Auch da wurde die Waffe nicht gefunden. Aber die Ballistiker hatten es leicht. Er hatte sein Opfer mit allen 6 Kugeln vollgepumpt. Ganze Arbeit. Ja, die macht er, ganze Arbeit. Aber er ist nicht der Typ des gewöhnlichen Mörders. So? Sein sozialer Hintergrund hat also möglicherweise nichts mit seiner gelegentlichen Killertätigkeit zu tun. Es ist ein Mensch sozusagen mit 2 Gesichtern. Sieht so aus. Ich hatte schon öfters mit seinesgleichen zu tun. Killen oder Kaffee trinken, das macht für die keinen Unterschied. Ziemlich ungemütlicher Umgang, den Sie da pflegen, Jim. Ja, es ist die Kaltblütigkeit, die diese Typen so erfolgreich macht. Schöne Aussichten. Ja, ganz recht, Sir. Ah ja, da kommt unser Lunch. Oh, das sieht aber sehr gut aus. Sehr schön, danke. Danke. Tja, also, wir können wohl davon ausgehen, dass sich dieser Wolf erst jetzt hier mit einer Waffe versorgen wird. Ja, vermutlich legal.
Er ist garantiert mit einwandfreien Papieren ausgestattet. Und unsere Waffenhändler sind ja nur verpflichtet, Name und Adresse zu notieren. Bevor die Kollegen von der Kriminalpolizei die neuesten Listen der Händler überprüft haben, hat unser Wolf Pass und Identität schon längst ausgewechselt und ist damit unauffindbar. Nein, nein, Sir. Auf diese Weise kriegen wir ihn nicht. Mhm. Zum Wohl, G. Was lachst du? Du machst das Bett, Simon? Ach. Wieso? Weil ich das Gegrinse von den Zimmermädchen nicht leiden kann. So schamhaft. Du bist süß. Wollen wir Mittagessen gehen? Noch. Ich will höchstens ein Sandwich. Das reinste Bilderbuchwetter. Hm? Wenn man bedenkt, dass es in England jetzt schneit. Was hast denn du für den Nachmittag vor? Ich? Wieso? Willst du denn ohne mich ausgehen, Toni? Ich habe Verschiedenes zu erledigen. Hier in Sydney? Ja, ich muss ein paar Traveler-Checks einlösen und mich bei der Bank erkundigen, ob das mit der Überweisung geklappt hat. Ach so. Geh doch inzwischen an den Strand, hm? Krieg schon mal ein bisschen Farbe. Um 6 treffen wir uns dann wieder hier im Hotel. Hm? Wie du meinst? Aber vorher lass ich uns noch ein paar Sandwiches raufkommen. Okay? Okay. Legen Sie doch bitte die Akten von dem Stuhl hierher auf meinen Schreibtisch. Yes. Hier. Danke. So. Na? Ja, Sir, ich habe leider immer noch nichts Positives zu berichten. Verdammt. Tja, dann fürchte ich, sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen treffen sollten. Vielleicht beobachtet dieser Doyle uns. Die Möglichkeit lässt sich ja nicht ausschließen. Also, zunächst, wir werden in der Sache nicht mehr miteinander telefonieren. Ja, Sir, die Frage ist sogar, ob wir den Fall überhaupt noch in Ihrem Büro oder sogar in diesem Gebäude diskutieren sollten. Sehr richtig. Wer sagt uns denn, dass er nicht mit Wanzen und Richtmikrofonen arbeitet? Das gilt auch für unsere Autos. Wir werden unsere Sitzungen künftig ins Freie verlegen. Ja, Sir. Wie war dein Nachmittag? Langweilig. Ziemlich. Oh, das tut mir leid. Ja, ja. Wir müssen was unternehmen, scheint mir. Scheint mir auch. Wie wär's zum Beispiel mit einer Jagdpartie? Hä? Würde dir sowas Spaß machen? Im Gegenteil. Für Jagd habe ich mich noch nie interessiert. Schade. Noch einen Drink? Ja, einen kleinen. Für mich bitte noch ein Bier. Und dasselbe nochmal. Sag mal, Toni. Ja? Bist du etwa ein Jäger? Sagen wir ja. Ein Schürzenjäger? Ja. Sicher, Schürzenjäger, natürlich. Und ein Sonntagsjäger. Nein, ich habe nur im Schaufenster eines Reisebüros so eine Anzeige gesehen für eine zweitägige Safari in den Busch. Dafür brauchst du aber ein Gewehr. Klar. Und wie bekommst du das? Indem ich es kaufe. Aha. In einem Waffengeschäft. Mhm. Ja, du, ich bin Mitglied eines englischen Sportschützenvereins. Donner. Und damit automatisch Gastmitglied eines assoziierten australischen Clubs. Aha. Schon alles erledigt. Du hast dir etwa schon eins gekauft? Hab ich. Ah, und die Safari hast du auch schon gebucht? Nein, habe ich noch nicht. Aber das ist doch der Zweck der Übung, denke ich.
Ich habe dich gefragt, ob du Lust hättest, auf die Jagd zu gehen, was nicht der Fall ist. Also gehe ich auch nicht. Ich war ein Idiot. Verzeih mir. Mehr davon. Verziehen. Gestehe, was machen wir heute Abend? Ich habe uns einen Tisch in einem schicken Restaurant am Meer reservieren lassen. Mhm. Was mit Kerzenlicht. Na, wie hört sich das an? Nicht schlecht. Gut. Also, auf unseren Abend. Hör zu, Toni. Ja. Wir könnten tatsächlich was unternehmen die nächsten 2 Tage. Und zwar? Also, wenn du Lust hast, zur Abwechslung mal in Australien auf die Jagd zu gehen, dann mach es auch. Ich könnte so lange meine Eltern besuchen. Und die restliche Zeit, die tun wir dann gemeinsam verbringen, okay? Schön. Aber bist du sicher? Ja. Wenn du mir versprichst, dass du dich im Busch nicht an eine andere Frau heranpirschst. Gibt's da überhaupt welche? Na, du wirst dich wundern. Ob die Information von Max wirklich so viel wert ist? Ich denke doch. Hat Max die Katze wenigstens schon etwas aus dem Sack gelassen? Ja. Er sagt, Doyle und die Zielscheibe gehören dem Führungsstab von unserem Geheimdienst an. Verdammt. Das heißt, dass einer von 5 Leuten der Todgeweihte ist. Beziehungsweise von 6. Wieso? Wir haben noch immer nur 5 Abteilungen. Sie zählen auch zum Führungsstab, Sir. Ach Gott, ja. Nicht, dass es jemand wirklich auf Sie abgesehen haben könnte. Das wäre reine Zeitverschwendung. Sie sind einfach zu gut bewacht als Generaldirektor. So gut, dass ich manchmal am Verzweifeln bin. Auch weiß keiner der Abteilungsleiter, wen Sie wo und wann außerhalb Ihres Büros treffen. Und bei gewissen Unternehmungen... Ja, wie bei unserem Treffen jetzt beispielsweise. Hm. Da wissen sogar ihre Leibwächter nicht, wo sie sind. Sodass es tatsächlich nur 5 Figuren sind, die als Opfer in Frage kommen. Beruhigend zu wissen. Sir, was ist unser nächster Schritt? Ja. Wir zahlen Max die 20.000. Und ernennen uns dafür den Namen des Todeskandidaten und den Dolls. Okay. Wie viel Zeit haben wir noch zur Verfügung? Der Mordanschlag ist für Freitag geplant. Laut Max? Ja, das war eine weitere Vorabinformation. Also haben wir nur noch 3 Tage. Gut, dann werde ich mich an meinen Kollegen von MI5 in London wenden und ihn bitten, uns die 20.000 vorzuschießen. Komisch, man hat das Gefühl, mit gebundenen Händen und einer Binde vor den Augen operieren zu müssen. So ist es. Aber kehren wir lieber um, G. Wir haben noch eine lange Nacht vor uns. Scheint sein Geld wert zu sein, das Ding. Rückstoß einwandfrei. Zieht eine Spur nach links oben. Aber das kann ich bei der Montage des Zielfernrohrs ausgleichen. Noch genügend Patronen? Ja. Die sollten reichen. Okay. Dann alles nochmal. Entschuldigung, Sir. Der Mittagsverkehr. Ich bin an der Cook Road in einen Stau geraten. Macht nichts, Chief. Wann kann ich schon mal in Ruhe am Strand sitzen? Setzen Sie sich neben mich. Ja, danke. Man wundert sich, dass die Gegend noch zu Sydney gehört. Eine ganz einsame, kleine Bucht. Ja. Als Junge war ich oft hier. Tatsächlich? Ja. Hinter dem kleinen Pinienwald stand mein Elternhaus. Sehen Sie die weißen Schaumkronen weiter rechts? Ja. Das ist ein Bombora, eine gefährliche Stelle mit Klippen unter der Wasseroberfläche.
Da macht man besser einen großen Bogen drumherum mit dem Boot. Schön ist es hier, nicht wahr, G? Aber Ihrer Miene nachzuschließen, kommen Sie mit neuen schlechten Nachrichten. Max hat inzwischen noch verraten, wer der Todgeweihte ist. Na, das ist doch eine gute Nachricht. Finden Sie? Wer ist es denn? Ich, Sir. Sie? Ja, ich. Hübsches Gefühl. Ach, keine Sorge, G. Wir bringen Sie schon durch. Hm. Ihr wart in Gottes Ohr, Sir. Sollten wir diesen Wolf bis Donnerstagabend nicht geschnappt haben, ziehen wir sie einfach aus dem Verkehr und verstecken sie, bis die Geschichte ausgestanden ist. Nein, nein. Selbst wenn ich heute mein Amt offiziell zur Verfügung stelle, sehe ich meine Sicherheit keineswegs garantiert. Warum nicht? Weil wir nicht wissen, warum man mir an den Kragen will. Ja, es kann sein, dass man mich als Chef der Abteilung Planung und Einsatz nur einfach aus dem Wege haben möchte. Aber ebenso gut kann das Motiv auch Rache sein. Für irgendetwas, das auf mein Konto geht. Und was? Dann, ja, dann hilft mir nicht mal mein Rücktritt. Ach, Vermutungen. Nichts als Vermutungen. Wer diesen Wolf anheuert, Sir, will Resultate sehen. Der Mann kostet. Mit anderen Worten, selbst wenn ich für eine Weile von der Bildfläche verschwinde, wird er kaum einpacken und unverrichtete Dinge nach Hause ziehen. Das sind alles nur Spekulationen. Nein, Sir, das sind Tatsachen. Na schön, G. Dann müssen wir einfach dafür sorgen, dass er sie nicht findet. Die Welt ist klein und der Wolf ist ein Könner. Er findet mich. Wir werden sehen. Sie meinen mit Hilfe Doyles? Mit oder ohne ihn. Die Sache setzt Ihnen ganz schön zu. Ja, ja. Auch wenn ich eigentlich auf sowas gefasst war. Ich habe zu viel auf dem Kerbholz, Sir, aus der Sicht meiner Gegner. Zum Glück habe ich keine Familie. Doch jetzt hören Sie doch endlich auf, Trübsal zu blasen. Wir werden die Sache schon schaukeln. Max hat nichts über Wolfs Identität verlauten lassen? Die kennt kein Mensch. Irgendwas würde uns sicher zu erzählen haben. Nein, Sir. Auch nicht über diesen Doyle? Max ließ Carter wissen, dass weitere Informationen in den nächsten Stunden zu erwarten seien. Na, also. Auf der Fahrt hierher habe ich einen verschlüsselten Funkspruch von Carter empfangen. Sir, Max ist inzwischen erschossen worden. Mein Gott. Und das sagen Sie erst jetzt? 2 Stunden nach Ihrem letzten Gespräch. Erschossen von Wolf? Carter ist ziemlich sicher, dass es nicht Wolf war, sondern irgendein anderer. Einer, der Wolf den Rücken frei halten sollte. Carter fühlt sich jetzt auch nicht mehr sehr wohl in seiner Haut. Ich habe ihm gesagt, er soll fürs Erste untertauchen. Der Nächste, der untertauchen wird, sind Sie. Aber ich kann doch nicht einfach alles liegen und stehen lassen. Wir müssen versuchen, Wolf aufzuspüren. Und das bedeutet jede Menge Kleinarbeit. Die kann ich nicht per Telefon von irgendwo her leisten, Sir. Jemand muss das für Sie übernehmen. Aber wer? Am Ende kommt es noch so weit, dass wir Doyle darum bitten, für mich einzuspringen. Dann muss ich das übernehmen. Nein. Sie müssten sich viel zu sehr exponieren. Das können wir uns nicht erlauben. Aber keiner hat es im Augenblick auf mich abgesehen. Verstehen Sie, G? Außerdem sorgen genügend Leute für meine Sicherheit. Unsere heimlichen Treffs, wie jetzt zum Beispiel, das ist schon riskant genug, Sir. Ich weiß Ihre Sorge zu schätzen, G. Aber wir haben keine andere Wahl. Wir können uns nicht erlauben, sie zu verlieren. Danke. Also, Wolf hält sich vermutlich bereits hier in Australien bzw. in Sydney auf. Verschafft sich eine Waffe und wird mit Informationen über mich von Doyle versorgt.
Richtig. Weshalb ich veranlassen werde, eine Kontrolle bei sämtlichen Waffenhändlern vorzunehmen. Na. Bedauerlich, dass eine konsequente Überwachung unseres Führungsstabs nicht machbar ist. Das erschwert es ungemein, an Wolfs Kontaktmann ranzukommen. Wobei ich bezweifle, ob die beiden sich überhaupt treffen. Vermutlich telefonieren sie nur miteinander. Und auch ihre Gespräche dürften verschlüsselt sein. Ja. Doyle wäre vielleicht gar nicht imstande, uns zu sagen, wo und wie wir diesen Wolf fangen können. Angenommen, wir hätten Doyle enttarnt. Was trotzdem unsere Lage erheblich verbessern würde. Natürlich, weil der Wolf nicht mehr warnen könnte. Was unsere Abteilungsleiter betrifft, so muss ich mich mit stichprobenartigen Überprüfungen zufrieden geben. Anrufen zu Hause, Kontrolle ihrer Ab- und Anwesenheit im Büro und so. Ja, dann bleibt nur noch die Frage, ob mein Verschwinden nicht Doyles Verdacht erregen wird. Ich lasse verbreiten, dass sie sich eine hässliche Grippe geholt und der Arzt ihn verordnet hat, sich irgendwo auszukurieren. Doyle dürfte das Wo sehr interessieren. So ist es. Und sich dadurch vielleicht verraten. Genau. Ich verstehe dich so schlecht, Toni. Wir haben nur einen einzigen lausigen Apparat in dieser Bruchbude von Muschel. Ach. Ich habe gefragt, wie es bei deinen Eltern ist. Langweilig wie immer. Bist du allein im Haus? Ja, sie sind gerade in ihrem Club. Du hast doch nichts dagegen, dass ich dich anrufe. Weißt du, es erspart mir endlose Fragen. Ist alles okay bei dir? Mhm. Wie ist die Safari? Fantastisch. Aber brüllend heiß hier draußen und staubig und Milliarden von Menschen. Und schlägt dauernd um sich. Das geschieht dir recht. Mit anderen Worten, du hast noch nichts geschossen. Oh doch. Du, ich will es überhaupt nicht so genau wissen. Hauptsache, es macht dir Spaß. Diese Rat nur einen Schönheitsfehler. Dass du mich vermisst? Und ich. Ich dich auch. Oh, schön. Ich hatte ja vor, meinen Eltern wenigstens von dir zu erzählen, aber ich habe dann gemerkt, dass ich eigentlich überhaupt nichts von dir weiß. Was gibt's da schon zu wissen? Na, was du so tust und treibst, wie alt du bist, nichts weiß 39. Ich. 39. Apropos, ich weiß es von dir auch nicht. Eine Frau nach ihrem Alter zu fragen, ist ungalant, mein Lieber. Wie soll ich dir dann zum Geburtstag gratulieren? Ach, den verrate ich dir bei Gelegenheit. Ich meine, den Monat und Tag. Und du erzählst mir noch ein bisschen mehr von dir, okay? Was wir voneinander wissen müssen, das wissen wir. Mm. Alles andere ist unwichtig. Wann bist du wieder in Sydney? Morgen, am späten Nachmittag. Rechtzeitig zum Abendessen jedenfalls. Ich werde jedenfalls im Hotel auf dich warten. Na klar. Sie waren noch nie bei mir, nicht wahr, G? Nein, Sir, ein wirklich schönes Haus. Und das Meer so nah, wundervoll. Und dabei sind wir praktisch die Einzigen hier. Wiley Bay ist noch weitgehend unerschlossen. Ein idealer Ort, um zu entspannen. Und um unterzutauchen. Ja. Aber Ihre Leibwächter werden mich rasch entdecken. Nicht, wenn ich mich nicht ebenfalls hier aufhalte. Ich habe mir ein Hotelzimmer in Sydney genommen, um auch näher am Büro zu sein die nächsten Tage. Und Ihre Frau, Sir? Besucht zurzeit Freunde in Melbourne. Kann ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Nein, danke. Sie sind zwar hier zu Hause, aber... Den trinken wir später. Kommen Sie mit. Wir haben diesen Wolf aufgespürt vor einer halben Stunde. Gratuliere. Wer ist es? Ein gewisser Tony Lane, laut Pass. Und wer ist es wirklich? Das ist noch nicht raus. Aber ein Gesicht mit einem Namen genügt im Augenblick. Sir, ein falscher Pass besagt noch nicht, dass es Wolf ist, der ihn benutzt. Wie die Nachforschungen bei den Waffengeschäften ergaben, hat dieser Lane sich kurz nach seiner Ankunft ein Gewehr gekauft. Und was hat er dem Händler erzählt? Er braucht es für die Jagd. Er hat außerdem Pass die Mitgliedskarte eines englischen Schützenclubs vorgelegt und sogar gesagt, an welcher Safari er teilnehmen will. Was er natürlich nicht getan hat. Doch, doch, er hat. Laut Reiseagentur. Ist doch der beste Vorwand, um sich mit einer neuen Waffe vertraut zu machen. Und inzwischen ist er wieder in Sydney? Seit gestern Nachmittag. Wir haben sogar schon sein Hotel ausfindig gemacht. Ja, was hält uns dann noch auf, Sir? Nichts. Sobald unsere Leute in Position gegangen sind, schnappen wir ihn uns. Es dürfte gleich soweit sein. Ich muss dann schnell noch mal telefonieren. Ja. Jörg 3. Hier, komme. Der Wolf ist los. Was? Verdammt!
Ja, wiederholen Sie den Namen. Simon Smith. Simon Smith. Haben die beiden im Empfang Ihre neue Adresse hinterlassen? Nein. Hm. Setzen Sie sich mit der Passkontrolle in Verbindung und kriegen Sie raus, was die Dame auf Ihrer Landekarte für Angaben gemacht hat, ja? Nicht mehr im Hotel? Die haben vor einer Stunde das Zimmer geräumt. Kurz nachdem wir sie ausfindig gemacht haben. Ob Doyle sie gewarnt hat? Möglich. Aber wie der erfahren haben kann, dass wir diesem Wolf auf der Spur sind, ist mir ein Rätsel. Ich habe doch nur die unmittelbar Beteiligten eingeweiht. Er kann auch aus reiner Vorsicht die Szene gewechselt haben. Ja. Eine Frau scheint mit im Spiel zu sein. Ja, deine Freundin dabei. Eine Komplizin? Das würde eigentlich nicht so ganz zu ihm passen. Ich glaube eher, dass sie ihm zur Tarnung dient. Wahrscheinlich hat er sich bereits von ihr getrennt, hat sie irgendwo hingeschickt, um sich heute Nachmittag sein Kopfgeld zu verdienen. Falls er weiß, wo ich mich aufhalte. Er weiß vermutlich noch nicht einmal, dass sie untergetaucht sind. So wenig wie Doyle. Von dem wir da höchstens hören, dass sie plötzlich verschwunden sind. Ja, also, was jetzt? Ich kehre in mein Büro zurück, damit Doyle mich fragen kann, wo sie sind. Ich gebe ihm einen falschen Ort an und lasse dort ein paar Leute auf Wolf warten. Sehen Sie inzwischen die Akten durch, die ich Ihnen mitgebracht habe. Gut, Sir, und wenn ich auf etwas stoße? Rufen Sie mich im Büro an und melden sich unter dem Namen Adams. Wir treffen uns dann. Ja, in Ordnung, Sir. Ja, Plummer hier. Ich habe etwas Wichtiges entdeckt. Ah? Was ich gefunden habe, könnte des Rätsels Lösung sein. Na schön. Sie erinnern sich an die Bombora? Ja. Wir treffen uns dort in einer Stunde. In Ordnung. Hallo? Hallo? Wo kommen Sie her? Ich habe hinter den Bäumen auf Sie gewartet. Mr. Plummer. Woher wissen Sie meinen Namen? Oh, ich weiß nicht nur Ihren Namen. Wer sind Sie? Zuweilen bin ich Simon Smith. Und manchmal einfach Wolf. Wolf? Ja. Das Leben ist voller Überraschungen. Nein. Bleiben Sie sitzen, Sir. Ich muss Ihnen ja nicht erst sagen, dass ich mit Revolvern umgehen kann. Warum warten Sie dann noch? Ach so, wegen der beiden Leute, die da drüben auf den Klippen spazieren gehen. Die würden die Schüsse hören und merken, was hier passiert. Aber jetzt sind Sie hinter dem Felsen verschwunden. Und nun heißt es Abschied nehmen, Mr. Plummer. Simon! Tony! Simon? Was wird hier eigentlich gespielt? Was machst du hier? Und du? Willst du noch keinen Nickel erschießen mit deinem Gewehr? Dass das dein Vater gewesen sein sollte, gestern am Telefon, wollte mir von Anfang an nicht so recht einleuchten. Dazu war dein Ton ein bisschen zu kalt und geschäftsmäßig. Und als ich im Telefonbuch auch keine Familie Smith in Sturt Hill fand, habe ich mir erlaubt, nochmal zu lauschen. Deinem Telefonat heute früh. Als ich angeblich eine Zeitung holen ging. Neugier hat schon manchen um Kopf und Kragen gebracht, Tony. Du hast dich von der Telefonistin mit einer Nummer in Wiley Bay verbinden lassen. Und während du im Bad nochmal an deiner Wimperntusche gearbeitet hast, habe ich meine Nase in deine Handtasche gesteckt und diesen verdammten Revolver entdeckt. Ich beschloss, dir zu folgen, Schätzchen. Das war eine Dummheit, mein Süßer. Was ist hier eigentlich los? Das geht dich nichts an. Und ich dachte, du liebst mich. Aber noch mehr liebe ich Geld. Liebe. Liebe ist bei meinem Job nur hinderlich. Baby. Bye, bye. Plummer. Hallo. Lee. Na? Wie gefällt es Ihnen hinter meinem Schreibtisch? Teufel. Würden Sie freundlicherweise jetzt wieder den Sessel mir überlassen? Danke vielmals. Zigarre? Aber nein. Wie komme ich denn dazu? Was soll das heißen, Sir?
das Sie ausgespielt haben, G. Weil Ihr hübscher Plan im letzten Augenblick schiefgegangen ist. Die menschliche Natur trat dazwischen in Gestalt Ihres eifersüchtigen Knaben, just in dem Moment, als Simon mich killen wollte. Wovon reden Sie? Er kam mit dem Gewehr daher. Tja, ich hab Glück gehabt. Diese Simon hätte gründlich recherchieren sollen, bevor sie ihn sich als Liebhaber bzw. als Tarnung zulegte. Dann hätte sie nämlich rausgefunden, dass auch er Dreck am Stecken hatte, sich mit Drogenschmuggel beschäftigte und so. Sie hat ihm 2 Kugeln verpasst. Sie muss von seinem Auftritt doch etwas erschüttert gewesen sein, weil sie nicht so gut zielte wie sonst. Er konnte deshalb noch zurückfeuern. Die 2 sind tot. Mausetot. Liegen im Leichenschauhaus. Und unterdessen haben Sie sich hier im Amt rumgetrieben und sich allen gezeigt und glauben nun wohl, ein besseres Alibi hätte sich noch keiner verschafft. Ich hatte mit den beiden nichts zu tun. Und ob Sie mit den beiden zu tun hatten? Mehr als mit Max, den es gar nicht gibt. Oder mit Carter, der von der ganzen Affäre nichts weiß. Na? Was sagen Sie jetzt? Alles Ihre Erfindung. Nur diesen Wolf, den gab es. Diese Wölfin hatten Sie angeheuert, um mich liquidieren zu lassen. Sie haben sich sogar mit der Killerwaffe ausgerüstet, einer aus unserem Bestand, wie wir anhand der Seriennummer festgestellt haben. Wie sind Sie dahinter gekommen? Nach Auskunft der Hotelzentrale hat Simon sich mit einer Nummer in Wiley B verbinden lassen. Dass sie irgendwelche Nachbarn von mir kannte, war sehr unwahrscheinlich. Sie haben ihr gesagt, dass ich zur Bombora fahren würde und haben sich dann hierher ins Amt begeben. Fast hätte es geklappt. Ja, fast. Pech, mein Lieber. Ihr Ehrgeiz hat sie verführt. Sie wollten mein Nachfolger werden. Und noch etwas. Die Tatsache, dass Sie sich in Ihrer Position persönlich bereichert haben, eine Reihe von Erpressungen laufen hatten. Ich habe es erst entdeckt, als ich kürzlich Ihre Akte studiert habe. Sie wussten, dass Ihre schmutzigen Geschäfte ans Licht kommen würden, sobald ich daran gegangen wäre, den Geheimdienst umzuorganisieren. 2 hervorragende Gründe, mich aus der Welt zu schaffen. Dann kriege ich Sie eben das nächste Mal. Klammer. Sie haben nämlich keinen einzigen Beweis für Ihre Behauptungen. Und wissen Sie, Sie alter Junge, ich habe vorgesorgt. Wenn Sie anfangen wollen, in der Sache rumzustochern, wird alles auf Karte zurückfallen. Ich habe alle Fäden so gezogen, dass... Lassen Sie es, G. Jetzt haben Sie den einen berühmten kleinen Fehler gemacht, der Sie Kopf und Kragen kosten wird. Hören Sie zu. Jedes Wort, das hier in den letzten Minuten gesprochen wurde, ist auf Tonband aufgenommen worden. So, und jetzt raus mit Ihnen. Draußen warten 2 Sicherheitsbeamte auf Sie. Klammer! Sie sind ein Dreckskerl. Vergessen Sie nicht, die Tür hinter sich zu schließen, Doyle.